Hallo, meine lauschig-flauschigen Fluch-1-Durchläufer und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Ründchen hier bei Super Fantasy Kingdom. Wir haben den Fluch 1 jetzt letztes Mal sehr, sehr gut überstanden. Ich würde zwar sagen eher noch 1 minus, noch nicht 1, 1 plus, weil wir haben noch ein paar, also wir haben glaube ich einen Tod und ein paar Breach. Ne, wobei nur eigentlich der Tod. Die Breaches waren nie in der Höhe, dass die mir meine Punkte abgezogen haben. Also ich glaube, wir haben schon so hohe Punktzahl wie möglich ergattert. Die 100, glaube ich, sind in dem Run noch gar nicht möglich. Ich glaube, Wissen ist wieder was anderes. Glauben und Wissen, ihr wisst, das ist der Unterschied. Und heute würde ich sagen, versuchen wir nochmal einen Run in Fluch 2. Wir können jetzt hier auch gerade nichts mehr kaufen. Wir sind hier jetzt knapp davor. Wir können zumindest dreimal rerollen, was natürlich gut ist. Und ich würde sagen, starten wir mal rein. Aber ich, los geht's, Fluch 2. Los, da sind wir dabei. Shame on my family. Nein, wir haben es doch zweimal geschafft. Du bringst keine Schande über deine Familie. Wir haben es jetzt zweimal geschafft. Ich habe dich drei gezeigt. Dass wir perfekt durchgerusht sind. Und ja, okay. Erstmal wieder Überblick. Hier perfekt zum Holzfällen. Hier perfekt für Steine. Tavernchen ist hier schon ganz gut, ist so ein bisschen zentral. Also Taverne, hier Holzfäller, hier Steine. Kladderadatsch, hier Lager. So, hier Holzhaufen. Hier, falscher, wir können ja keine Fische engagieren. Hier, mein Mönch, hier mein Sniperinski. Bombastisch. Hier Haus für Arbeiter. Jetzt bam, 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 bam. Let it go. Warum Stein? Damit wir uns für die nächste Runde dann auf jeden Fall schon Dings schon können. So, mein König, könntest du dich vielleicht irgendwo in eins von den wichtigen Lagern begeben? Jetzt haben wir schon eine ganze Menge Bomben. Wisst ihr, die sind jetzt voll. Jetzt haben wir schon 6 davon. Und hier haben wir auch schon 2. Hier ist dann nämlich die nächste Stufe. Das Lager ausbauen. Genau. Dann brauchen wir als nächstes auf jeden Fall die Beretskis. Sägemühle. Ich muss gerade mal gucken. Der hat nicht... Diesmal haben wir nicht so viel Glück mit dem Weizen. Wir haben noch 4 Weizen-Rounds. So, schlepp mal mit rein, das wäre am besten. Krass, die gehen schon mit Todespriestern am Anfang. So, wir haben 5. Sägemühle. Bam, 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 bam. Wobei, kannst du auch gleich doppelt machen. Ne, wobei, lass jetzt drin. Wenn er jetzt gerade doppelt rutschen ist, dann nimm gleich so mit. Wir brauchen nämlich dreimal den Dings. So, bam. Ziehen wir den raus. So, Stein haben wir 6. 6 Stein heißt, wir bauen das Lager schon mal wieder aus. Hat alles gerade noch ein Vor- und Nachteil. So, nächste Runde kannst du mir nämlich das da dann machen. Und derzeit brauchen wir auch jemanden, der dann arbeitet. Krass, wie viele Unterschiede das schon macht von der Stärke der Monster, die dann kommen. Ne? Das sind ja dann nicht mehr einfach nur noch kleine Skelettskis, sondern sogar Ruhm 2 kriegst du schon vor. Also es waren jetzt auch 20 Einheiten. Wir hatten vorher, glaube ich, das höchste Fluch 1 war am ersten Mal 16. Das heißt, die Ruhmstufe wird dann schneller erhöht dadurch, weil schneller mehr Leute kommen. So, der Eremit wieder. Werwolf. Ich würde gerne nochmal den Run mit dem Halbling versuchen, weil die am Anfang wirklich sehr gut voranbringen. So, hier einen raus, da einen rein. So, jetzt haben wir die 3. Flup, flup, flup. So, wir haben 1, 2, 3, 4. Nein, den habe ich ja da rausgenommen. Dann wäre es nochmal gut. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall den schon mal. Plump. Den im Backup. Dann ziehen wir den trotzdem mal raus. Ziehen wir mal kurz jetzt da rein, dass ich genügend davon bekomme. Dass sie alle auf jeden Fall Essen einmal haben. Und wenn du den Fisch irgendwo hinbringen könntest, wäre es natürlich auch vom Vorteil. Bring mal den Fisch wenigstens. Den Fisch! Den Fisch! Hol den Fisch! Ja! Geht doch. So.
Okay. Den haben wir. Den Krieger haben wir. Ich brauche als nächstes. Die Farm ist gut. Den brauchen wir als nächstes. Ich kann also den machen. Ich habe hier einen weggenommen. Der ist dann heraus. Und dann sind das so. Ja. So, jetzt. Nächste Runde. Du gehst jetzt nochmal da. Genau. Krass, ne, was jetzt hier schon auf uns zukommt. So, und jetzt würde ich sogar sagen, tauschen, weil jetzt wird es nämlich heftig. Jetzt kann er wieder taunt. Taunt ist immer das Beste. Guck mal, wie nah die jetzt aber schon mittlerweile sind. So, durch den Taunt haben wir den... Warte mal. Was hast du für mich? Ich habe das hier gefunden. Wow. Schild plus für mit Schild. Coole Sache. So, jeder kriegt sein Essen. Mönch hat Armbrust, beide Stufe 2. Camper und Halbling Stufe 1. Das ist okay. Ruhm 4. Und jetzt hat der ja nochmal den Erhöhung. Ne? Hier, der hat ja nochmal plus 5 mit Schild. So, der wäre jetzt auch sozusagen nochmal erhöht. Aber wir lassen den erstmal draußen. Du hast... Da würde ich den jetzt erstmal bitte gehen. Das wäre ganz nett. Ach nee. So, Moment mal kurz, gleich wieder da. So, dann machen wir mal weiter. Okay, der angelt den jetzt rein, ne? Boom, das passt. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte den Jäger jetzt bauen, ne? Jäger wäre jetzt, finde ich, am sinnvollsten. Habe ich sogar, ne? Jäger, bam. 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 Fisch schon mal geliefert für heute. Und damit haben wir Fisch. So, ich muss noch mal kurz, da sind heute ein paar Bilder da. Und weiter geht's. Ja, heute gibt es so ein paar interessante Bilder, die sie da gefunden hat. Im Internet meine Frau. So Wände, die man sozusagen noch mal bemalt und ein bisschen verschönert hat. So, warte mal. Jetzt noch mal kurz gucken. Nächster Schritt wäre Farm. Nee, nächster Schritt wäre jetzt wirklich den raus, da rein. So, wir haben jetzt noch... Warte mal, ich habe einen jetzt dann über. Dann schicke ich dich da schon mal mit rein. Hast du jetzt schon die? Ne, die habe ich noch nicht komplett. Als nächstes brauchen wir nämlich die Steine. Damit ich die Mauer baue. Mauer heißt ja Verbesserung nochmal. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. So, jetzt gleich. Kommt jetzt nämlich problematisch. Warte mal. Okay. Ich tausche dich aus gegen den. So. Der Taunt muss jetzt nämlich hier kommen, weil hier ist der Großteil nämlich jetzt reingekommen. Genau. Guck mal, das ist doch krass, wie weit du schon von den Moneten halt her gehst, ne? Sehr gut. So, unser Krieger hat nochmal ein Level up. Wir haben aber zwei Breaches bekommen, aber ist erstmal noch nicht so schlimm, weil erst ab 5 das wirklich übel wird. Sehr schön. Der Halbling kriegt jetzt auch noch sein Level ab. Jetzt war damit auch schon mal weiter. Der Campe noch nicht. Aber wir können jetzt ja den erstmal jagen lassen. Sehr schön. Level up für unseren Halbling. Was ich schade finde, dass du nicht weiter levelt. Also dass der, guck mal, der hat ja Level up und nochmal Level up, aber das macht er nicht. Und das finde ich schade zum Bleistift. So. Brauchen wir jetzt gerade nicht da drin. So, wir haben ja damit den, den und den. Dann kannst du den hier erstmal machen, weil wir dann nämlich da auch nochmal gleich... Was nachholen? Ja, der braucht noch ein bisschen. So. Jetzt holt der den Fisch rein. Dann kriegen wir das auch nochmal. Du hast noch einen Pinguin zu jagen. Pinguin ist gut, weil Pinguin, da kriegen wir nochmal ein Level für unseren kleinen Halbling. Oh, warte mal. Zack. Umtausch. So. Erstmal wieder so arbeiten. Wobei wir als nächstes jetzt wirklich. Puff. Nee, ich brauche erst den hier. So, Mauer. Klatsch. Das heißt, die sind jetzt auch gleich schon mal wieder verbessert. Und das ist gerade mal Takt 4 im Flug 1, ne? So, am Ende kommt mein Krieger auf jeden Fall mit rein. Das ist schon mal Fakt. Hast du den Pengo? Ja, hast du, ne? Gut, dann könnte ich den... Den erstmal hier noch mit reinballern. Ne, okay, einer zu viel, dann baller ich den hier noch rein.
So, stopp. Wir haben nämlich schon die Farm wieder zusammen. Blabab. So, einmal raus. Dann haben wir da. So, können wir noch einen für die Farm nehmen. So, jetzt wird es nachts. Dann würde ich eher austauschen. Wobei ich sogar hier jetzt nochmal den Tausch machen würde. Ja, richtig getauscht. Richtig getauscht. Weil sonst unser Halbling, der geht mir zu schnell down. Perfekto. Also mit dem Campen, dann geht das immer. So, wir können jetzt dann nämlich die Dings holen. So, mal gucken, ob jetzt jeder mal was Positives bekommt. Na, der nicht so. Der nicht so. Der nicht so. Hä? War der Pengu nicht für ihn eher geeignet? Campe nächstes Level. Halbling Level 3. Ambo-Schütze Level 3. Sehr gut. Dann hauen wir die von hinten schon mal weiter weg. Ruhmstufe 12. Puh. So. Tag 5. Jetzt kommt der Händler. Hey. Guck mal, ich könnte mal einen Reroll versuchen, aber es würde mir nichts bringen. Wenn ich dann... Oh, 7 Steine. 7 davon. Naja, egal. Okay, lassen wir's. Die ist halt so. Habe ich jetzt das Weihwasser? Nein, ein Hit noch. So, Achtung. Erstmal tausch jenes, tausch dieses. Stopp. Einmal raus, einmal rein. Nee, stopp. Raus, rein. Ich brauche jetzt 3-mal den da, ne? Einmal den, um die Taverne aufzuwerten. Tag 5, wo du hast schon Dinos und Zyklopendinger und alles. Ey, das ist so grausam. Komm, gib mir noch einen von denen. Ich brauche noch einen von denen. Dann könnte man, das würde sich lohnen, wenn wir da wirklich jetzt reinkommen. Na komm, bring mir den. Ja! Bam. Sehr gut. Es hat das funktioniert, was wir brauchen. Wunderbar. Rein damit. Gut, wir haben jetzt, also, der bringt uns ja immer noch das da, aber haben wir jetzt gerade gar keinen Vorteil von. Ich brauche jetzt Holz. Den nutzt man noch, solange es geht. Das Gute ist, jetzt haben wir den Krieger nämlich mit vorne dran. Der tauntet die alle erstmal nämlich vorne gut an. Sehr gut. Der Camper ist wirklich, also das ist wirklich das Ding, wo man eigentlich am Anfang mit setzen muss. Wenn du den Campen nämlich hast, hast du wirklich auch eine gute Verteidigung einfach. So, Halbling, guck mal, der baut dich. Nur jetzt ist er noch so weit. Aber dadurch verteidigt er dich auch wirklich gut. Ja, der Mönch Stufe 3, sehr gut. Der Camper jetzt noch nicht weiter, aber ist ja gut. Das Gute ist, der Camper, der ist vom Level her, das bringt schon was, aber ist auch nicht das Schlimmste. So. Hey. Trifft immer. Todespriester. Könnte man hier halt auch nochmal schön was machen, aber gut. Warte mal. Jetzt haben wir doch aber, ne? Ja, sehr gut. So, wir haben 11 Stein plus das. Den brauchen wir jetzt also erstmal nicht weiter. So, du baust mir das ab. Du gehst hier. Ah ja, stimmt. Flop. So, jetzt müssten doch alle eigentlich besetzt sein, ne? Da ist einer drin, dann ist da und da noch gleich einer drin. Genau. Das ist die Frage. Frage. Sollten wir den mal verbessern? Eigentlich war das immer ganz gut, wenn man den verbessert. Dann hat der nämlich nochmal ein bisschen mehr Lebenspunkte bekommen. So, warte mal. Der hat 3 Holz. Dann ziehen wir den ab, packen den erstmal damit rein. Der sammelt jetzt Fisch, der sammelt noch das. So, der ist fertig. Dann bau den mir mal da doch mal mit rein. Jetzt könnte es schon knapp werden. Ich brauche jetzt nämlich Brauerei. 5 Bretter. Mal 2 und Immunity. Wow.
immer so arg knapp. Immer so arg knapp. Und da kommt noch eine ganze Masse auf uns zu und die Arbeiter gehen schon heim. Du bist jetzt aber auch nur ein Gegner, den ich angreifen kann. Ne? Ah, Herausforderung. Okay, gut. Den habe ich ja. Der ist vielleicht am nächsten Tag. Ein paar Breaches haben wir gekriegt. Ich glaube, auf unseren Ritter hin. Ja, den nächsten Tag schon gekriegt. Muah. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nämlich die Brauerei. Jetzt geht es dann langsam los, dass wir die Brauerei dann schon brauchen. Blum, 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 blum. 25er Ruhm schon, ne? Tag 6, 25 Ruhm. Ich glaube, so weit waren wir noch nie. So, okay, pass auf. Wie habe ich jetzt aufgeteilt? Ein da rein. Dann ziehe ich dich kurz raus, da kurz rein. Den Holz habe ich immer noch genügend da. Ich brauche 8 Holz für den dann noch, ne? Ist jetzt der letzte, dann kannst du den nämlich damit reinbringen. So, jetzt könnten wir hier beginnen. Boah, meine verklickt. Die Brauerei, genau. Jetzt kommt unser Goblin-König. Bin mal gespannt, wie sie den jetzt im Fluch 2 machen, ob der jetzt besonders viel dazu bekommen hat. Naja, hält auf jeden Fall ein bisschen mehr aus, ne? Wir müssen den halt nur schaffen, bevor der Tagesablauf ist. Ja, okay, das geht. Ja, ja. Bam, bam. Schon zu Ende. Also der Goblin-König ist jetzt nicht das Problem. Ich glaube, es ist einfach immer eher, wenn du die Masse hast. Wenn du eine große Anzahl von Gegnern hast. Verursachen Frost. Maximaler Treffer für anwendbare Metallpfeiler. So. Das heißt aber auch, dass wir den nochmal herausfordern können. Dann kommt der nämlich nochmal rein. So, der bekommt jetzt gerade das. Okay, beide sind schon fertig, ja? Gut. Liegt hier dann noch was? Nee, hä? Moment mal kurz. Wir kamen nur gerade die Anweisung. Wir müssen halt gleich los danach. Also sprich, wenn es sein könnte, wenn wir es halt versaubeuteln, dass wir dann halt eine kurze Runde heute haben. So, warte mal. Ich könnte den jetzt auf jeden Fall nochmal verbessern. Damit haben wir den nochmal verstärkt. Damit macht der nämlich 3er Hits. Genau, mir fehlt noch genau eine Sache. Eine Sache fehlt noch. Eine Sache müssen wir noch machen. So, damit haben wir das auch erledigt. Wenn er den gleich wegbringt, komm. Ja, aber guck mal, was wir jetzt machen können. Ab jetzt beginnend für den nächsten Tag können wir... Oh, guck mal, der hat nochmal einen Fisch geholt. Der hat aber hier auch noch Fleisch. Ne, der hat kein Fleisch mehr. Der hat jetzt noch einen Fisch. Wir haben 4, die essen. Dann hat noch einer übrig. Ja doch, das passt. Immer eine ziemlich knappe Sache. So, wir haben nämlich jetzt 8 davon. Ich würde den sogar jetzt erstmal rausnehmen, den da hinpacken. 1, 2, 3. Warte mal, da fehlt doch keiner, ne? Ich habe wieder 1, 2, 3. Genau, dann brauche ich den da rein, weil ich brauche 5 für den da. Jetzt geht die Bierproduktion los. Das ist das nächste Ding. Die Bierproduktion, die steht jetzt als nächstes an. Mönch und Armbrust. Oh, wow. Der Mönch hat den Kill gemacht. 28er Ruhm. Ist nicht viel. Fleisch, gleich Fisch und noch ein kleines bisschen Berskis. Mal gucken, wie weit wir uns wirklich hier voransetzen. Gut, Level Up für unseren Halbling. Level Up für unseren Campen. Und Level Up für unseren Armbrustschützen. Sehr gut. Bin echt gespannt, wie weit wir wirklich so mit dem, wie wir es jetzt alles da uns aufgebaut haben, von der Strategie, wie wir es bisher spielen, kommen werden. So, ihr beide besorgt jetzt gleich nochmal auf jeden Fall essen. Ihr produziert mir jetzt da oben mein Bier. Das Bier ist jetzt wirklich wichtig, wichtig, wichtig. So, und ich brauche noch ein Holz. Du holst mir dann ein Holz und du kannst das dann gleich verarbeiten danach. Und wenn du kannst, können wir nochmal einen zweiten Bier machen. So. Der erste hat schon mal ein Bierle. Zweiter hat ein Bierle. So, hier könntest du auch nochmal einen reinschieben. Next Bier. Nicht mein Bier, sondern dein Bier. So. Kannst du mir einen da mal rausziehen, einmal dahin ziehen. So, warte mal. Du machst mir jetzt sogar die fertig, ne? Also den habe ich da dran, den habe ich da dran. Der bringt mir gerade nichts. Der holt mir nochmal gerade was. Mein Camper hat noch kein Bier.
Ist die Frage, lohnt sich das für den Captain noch ein Bier zu machen? Wobei. Sieht eigentlich gut aus, nicht mal ein Breach haben wir gemacht. Das war gut. Drei Bierchens auf die richtigen, auf die Ranges gesetzt. Oh, nein, ich habe da was übersehen. Mein Abo-Schütze ist einfach immer noch totaler Hit am Anfang. Aber ohne den Campen, sage ich mal ganz ehrlich, würden die zu stark durchdringen. Aber du siehst, langsam baut sich der Camper nämlich auch auf vom Damage halt her, ne? So, der Mensch hat Stufe 4. Unser Camper macht noch ein bisschen. Siehst du, der Camper ist noch nicht so, aber der tauntet halt. Und das ist halt immer der Vorteil. So, jetzt haben wir die Hexe. Ich glaube, die hat auch nichts für uns, ne? Genau, jetzt haben wir hier nochmal einen. Damit können wir nochmal 4 besorgen. Das ist eine Herausforderung. Hier haben wir jetzt auch nichts weiter mehr. So, du gehst gleich. So, da haben wir einen ganz wichtig. Der ist drinne, der ist drinne, der ist drinne. Dann ziehen wir mal den kurz raus. Den Fisch kriegen wir. So, Jagd und Fischen müssen wir auf jeden Fall. Sehr gut. Jagd und Fischen gehen da jetzt schon. Problem ist, dass wir jetzt dieses Bier brauchen. Jetzt braucht noch einmal, es liegt noch einmal drinne. Und dann kann ich hier nämlich jetzt auch schon für die nächste Runde verbessern. Bam! Nächste. Nächste. So, warte mal. Er macht nochmal einmal. Wo habe ich jetzt alles drin? Ich habe da, brauche jetzt gerade keinen. Dann kann ich mir den nach da schieben. 2, 3. Der ist jetzt auch gerade nicht. Du könntest jetzt erstmal nach... Was brauchen wir noch als nächstes? Wir könnten noch als nächstes die Goldmine machen, ne? Mach erstmal das da. Wenn wir noch ein Bier bringen, ist sehr gut. Dann würden wir die Nacht auf jeden Fall überleben. Wenn du noch einen hast, der da noch mitbrauen kann, dann brauchen wir mit. Bin ja immer gespannt, wie weit wir mit dem gesamten Ding kommen, ne? Jetzt geht langsam das los, wo der Kämpfer langsam hervorsticht. Das finde ich halt wirklich genial. Jetzt hat er jetzt am Ende nur ein paar Hits gemacht, weil die am Anfang schon weggearbeitet haben. Aber jetzt ist so langsam der, wo er vorsticht, weil er jetzt ja langsam öfters die Gegner rankommen lässt und dann kann er mit einem Hit mehrere treffen. Und jetzt machen wir uns ganz gut. Und der Kämpfer kriegt Level 4 sehr gut. Wir sind aber auch nur Tag 10 bis jetzt, ne? Aber schon 48 Ruhm. So. Gut. Also, einmal herunterziehen, einmal einen reinpacken. Hier auch einmal einen reinpacken, einmal herunterziehen. So. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Genau. Ein Bier haben wir schon mal verstärkt. Dann kommt gleich das zweite Bier, was wir verstärken. So. Zweites Bier. Bier wäre auch noch fein. Ein drittes Bier wäre auch noch fein. Gib mir noch ein drittes Bier hinein. Noch ein Bier. Hast du nicht noch ein Bier da drin? Nee. Auch noch ein Bier. Jetzt kommt nämlich, jetzt ist immer so die Variante, ob es funktioniert oder nicht. So, warte mal. Ich habe 1, 2, 3. Einer ist jetzt noch ohne irgendwas. Ich könnte dich jetzt noch hier mit so lange reinsetzen. Gib mir noch Bier, gib mir noch Bier, gib mir noch Bier, 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 Bier. Kein Bier mehr. Jetzt könnte es übel werden. Der Camper, jetzt ist der Camper gerade. Yes! Ohne Kill. War aber knapp beim Halbling. Habt ihr noch links gesehen? Der wäre beinahe. Und wir sind die Breaches auch umgangen. Sehr gut. Und auf 60 schon. Ey Leute, wir brauchen jetzt das Bier, meine Freunde. Bier und Essen. Ohne das Bier kannst du jetzt die Runde knicken. Puh. Ganz knapp vorbeigegangen. Der Halbling hätte den Ball beinahe erwischt da außen. So, warte mal. Der hat jetzt genügend erstmal. Du brauchst jetzt erstmal nichts weiter. Da rein, da rein. Da raus. Da raus. Zur Not mir hier noch einen reinsetzen, wenn ihr fertig seid. Wenn ihr fertig seid, zur Not mir da nochmal einen reinsetzen. Wir brauchen Bier, Bier und Bier.
Gegner. Schade, sind die Spawnpunkte schon nur mit Gegnern voll. Der Camper hat natürlich. Natürlich hat der Camper als erstes. Fleisch ist fertig. Der ist fertig. Nächster, der Armbrustschütze. Sehr gut. Okay, den brauchen wir jetzt ja wirklich nicht mehr. Den können wir woanders hinsetzen. So, eins, drei und drei. Bam. Wir haben noch ein Bier. Ja, alle haben jetzt. Gut, jetzt geht's los. Die Runde ist jetzt entscheidend, ob wir das hinkriegen. Wir kriegen das so einfach, der Wahnsinn. Der Kämpfer. Boom. Wenn du den Kämpfer vorne hast, was der dir da wegnimmt. 74er Ruhm, Tag 11. So, jetzt haben wir zwar leider nur hauptsächlich die bekommen, weil die irgendwie die Sachen nicht mehr reingebracht haben. Armbrustschütze Level 5. Die anderen, glaube ich, haben jetzt keinen weiteren. Ja, der Halbling kurz davor. Jetzt müssen wir mal gucken. Die produzieren mir auf jeden Fall weiter Bier. So, pass mal auf. Den raus, den rein und den rein. Bam. Hula die Wald. Oh, guck mal, schon mal ein Bier da. Schon mal zwei Bier. Die werden wir schon mal gleich einsetzen. Drittes Bier schon. Ja, toll. Für den ich jetzt am ersten brauche. So, dann kannst du mir... Nee, warte mal. Den kannst du mir danach auf jeden Fall schon mal reinsetzen. Weil der hat schon mal das. Der holt das Fleisch und dann kannst du mir den da reinsetzen. So, alle Campen sind schon von vornherein. Guck mal, was jetzt schon ankommt hier gerade. Hat er jetzt auch genügend Fisch und Fleisch? So, Essen kriegen wir genug. Knappes Kistchen wird es jetzt, aber jetzt wird es wirklich knappes Kistchen. Drei Bier schon von vornherein. Tag 12 geschafft. Und kein Death. Ruhm 90. Ey, wenn wir den nächsten Tag jetzt schaffen. Nur noch der letzte Tag. Dann können wir das nächste Baugebäude nehmen. Ich glaube, unser Halbling hat nochmal ein Level Up auf Level 5. Damit haben wir nochmal mehr Schaden. Der Mönch könnte nochmal vor... Ach du Heiliger. So. Als allererstes brauchen wir... Stopp. Raus. Damit. 1, 2, 3. Ja, müsste passen. Gehen wir mal einen hier raus, weil ich habe schon drei Biere. Ah, 2, 3. So, Viere. Auch schon alle Viere drin. Sehr gut. Der holt mir jetzt Fisch. Der holt mir noch gerade das Jägerding. Sehr gut. Jetzt geht der nämlich nochmal arbeiten. Den kannst du wieder reinpacken. Ich brauche jetzt eigentlich die 600 noch was für den nächsten Orb, ne? Ach du Heidi, was sind das für Dinge jetzt? Wir sind zumindest bis Tag 13 gekommen. Zumindest das haben wir geschafft. Ich habe nämlich jetzt... Oh, warte mal. Machen wir mal. Ich habe jetzt davon so viele über gehabt, dass wir das einfach mal setzen können. Ich habe jetzt, glaube ich, aber auch nichts mehr, wo ich noch Stein sammeln könnte. Würde jetzt nichts mehr bringen. Der Stein-Ding wäre jetzt 16. Nee. Ja, jetzt war es das. Jetzt sind wir knapp. Jetzt werden wir überrannt. Ist ja auch eine riesen Menge hier, die jetzt hier reinkommt. So, der erste Down. Zweiter Down. Der dritte Down. Ganz knappes Ding. Passt gepackt. Mein Armbrustschütze hat er noch gelebt. Es fehlte nicht mehr viel. Das Ding hätten wir noch packen müssen. Aber ich wusste jetzt auch nicht mehr, was ich noch ändern könnte. Ich hätte vielleicht hier raus schneller und hier nochmal was reinsetzen können. Ist aber okay. Tag 13 war jetzt nicht schlecht, bin ich der Meinung. Also dafür, guck mal. Nein, nur knapp vorbei. Das knapp und das knapp vorbei. Okay. Naja,
Wir haben es noch nicht ganz geschafft, aber wir können ja schon mal sehr stolz auf uns sein. Wir haben zumindest unseren Ritter ausgemaxt. Wir können jetzt hier auch gar nichts mehr machen. Wir sind hier fertig. Wir können jetzt mehrere Rerolls machen. Wir haben jetzt alle Bannendinger weg und alles andere drumherum auch weg. Von daher klappt das eigentlich. Ich meine, es war trotzdem ein guter Run. Wir sind im ersten Run, Fluch 2 bis Tag 13. Und es war wirklich nur minimal, dass wir daneben geknallt sind. Was wir noch versuchen könnten, die nächste Stufe wäre jetzt, dass wir versuchen, noch einen, und zwar über den Goldverkauf, dass wir uns irgendwie versuchen, noch mehr Sachen zu lagern und dass wir da dann uns noch einen Mili mit hineinpacken. Das hätte wahrscheinlich noch gebracht. Wenn wir noch ein Milli links mehr hätten, wären sie von der linken Seite nicht so stark reingekommen. Ja, da war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann versuchen wir nochmal den Fluch 2. Vielleicht haben wir mehr Glück, vielleicht auch weniger. Man weiß ja nicht. Ist auch ein bisschen glücksabhängig, muss ich sagen. Und gucken wir, ob wir den vielleicht auch mal dann knacken. Bis jetzt haben wir ja einen guten Durchlauf gehabt. Also ich muss sagen, Tag 13 im ersten Run, Fluch 2. Ein bisschen was müssen wir noch anpassen. Ansonsten geht's eigentlich. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.